Im Geografieunterricht können wir vermitteln, welche Faktoren zum Klimawandel beitragen. Wir können aufzeigen, welche Folgen der Klimawandel bereits auf der Erde gebracht hat. Und dabei können wir zeigen, dass wir diese Folgen nicht nur in fernen Ländern, sondern auch direkt vor unserer Haustür beobachten können. Zum Beispiel können wir Diagramme analysieren, die aufzeigen, wie die Entwicklung der globalen Jahresmitteltemperatur mit der CO2-Konzentration zusammenhängt und welche Auswirkungen das auf den Meeresspiegel hat. Wir können beobachten, wie sich das Niederschlagsregime in verschiedenen Teilen der Erde entwickelt hat und welche Auswirkungen das auf die landwirtschaftliche Produktion und die Versorgung mit Grundwasser hat. Und wir können unterschiedliche Simulationen für die Zukunft vergleichen, wie sich Temperatur und Niederschläge in den nächsten 100 Jahren unter verschiedenen Bedingungen entwickeln könnten.